Hallo und herzlich willkommen. Heute macht man was, was man auch sehr gut zu Hause machen kann, nämlich die Grundstartbewegung beim Badminton, den sogenannten Startsprung oder auf Englisch Split Step. Beim Badminton beginnt jede Bewegung mit dem sogenannten Startsprung. Der sieht folgendermaßen aus. Wichtig ist hier, dass man wirklich tief vom Schwerpunkt kommt und die Beine schön auseinanderbringt. Deutlich weiter als Schulterbreite. Wenn ich hier aus einer schmalen Beinstellung komme, kann ich mich nur nach oben abdrücken und nicht zur Seite, da wo ich dann im Zweifelsfall hin möchte. In einer defensiven oder eher neutralen Position steht man von den Beinen mehr oder weniger parallel hier zum Netz. Das sieht dann der Auftaktsprung wie folgt aus. Und wenn ich mich dann eben auf meine rechte Seite abdrücken möchte, dann mit dem entgegengesetzten Bein, also links. Wenn ich hier auf meine linke Seite abdrücken möchte, auch mit dem entgegengesetzten Bein, also hier von rechts. Sieht folgendermaßen aus. Das Ganze muss man im Spiel immer so anpassen, dass man, wenn man nach vorne oder nach hinten, nach links oder nach rechts sich bewegen möchte, die Beinstellung immer so hat, dass man den gefährlichsten Ball bzw. den, der am wahrscheinlichsten kommt, immer am einfachsten erlaufen kann. Das heißt, wenn ich mit einem Ball auf die Seite rechne, zum Beispiel in der Defensive bin, dann stehe ich eben parallel. Wenn ich mit einem Ball vorne oder hinten rechne, dann muss ich mich eher hier schon seitlich ausrichten und den Startsprung dann auch dementsprechend hier vorne hinten versetzt machen. Sieht dann folgendermaßen aus. Mal. Oder dann das gleiche eben nach hinten. Das heißt, ich decke immer die Position am besten ab, wo der Gegner den Ball am wahrscheinlichsten hinschlägt. Also diese Bewegung, so wie ich sie gerade vorgemacht habe, kann man sehr schön auch zu Hause nachmachen. Einfach eben hier im Takt immer hier schön runter und dann mit einem Schritt links, rechts. Das Entscheidende ist aber, dass man im Spiel diese Bewegung vom Timing her genau dann einleitet, sodass man auf dem Boden aufsetzt, wenn man weiß, wo man hindurch starten möchte. Sonst verpufft die ganze Energie, die ich eben mir hier damit mühsam aufgebaut habe. Wenn ich hier stehe und auf den Ball warte, ja, dann stehe ich. Was ich aber möchte, ist aus dieser Energie, die ich hier aufbaue, direkt raus katapultartig zu starten. Das funktioniert nur dann, wenn das Timing so ist, dass ich eben runter und sofort wieder raus. Das heißt auch, ich muss hier mich fallen lassen oder abdrücken, kurz bevor der Gegner den Ball schlägt, sodass ich, wenn ich unten bin, weiß, wo er hingeht und mich dann sofort losdrücken kann. Das ist ziemlich tricky und nicht einfach, bedeutet auch viel Übung, aber mit ein bisschen, ja, wenn man das öfter macht, dann kriegt man das raus. Und sobald man das raus hat, kommt man so in einen Flow, in seinen fließenden Bewegungen rein. Und das ist das Entscheidende beim Badminton, dass man keine großen Antritte dann hat, sondern dass man das immer schön fließend hintereinander, eine Bewegung nach der anderen machen kann.